Und jetzt geht's weiter mit der freien Themennacht. Hier ist Daniela. Daniela ist 50. Guten Morgen. Guten Morgen. Liebe Daniela, um was geht's bei dir? Ich habe 3 Affären. Oh. Das haut mich ja um. Ja. Die laufen parallel nebeneinander. Alle 3. Wissen die Knaben voneinander? Nein. Wie alt sind die Knaben? Der eine ist 60, der andere ist 57 und der dritte ist 46. Du bist ja ein heißer Feger. Nein. Nein? Nein, bin ich nicht. Wie lange läuft denn das schon? Also der erste läuft 14 Jahre, der zweite, der läuft seit 3 Jahren und der dritte ist jetzt neu dazugekommen. Warum 3? Ja, weil ich keinen festen Partner finde, der mich unterstützt. Ja. Sind diese Affären gebunden in anderen Beziehungen? Ja. Ach so, alle 3? Alle 3. Und alle 3 meinen, die wären die einzigsten. Das heißt, du wärst im Prinzip gerne mit einem dieser 3 Männer ganz zusammen, aber es geht nicht? Nein, es geht nicht. Sie trennen sich alle 3 nicht. Es ist also ein ganz schweres Problem, das zu organisieren. Das wollte ich gerade fragen. 3 Männer zu organisieren, zu managen, ist sehr schwierig. Ja. Dass die nichts voneinander wissen. Nein, die wissen alle 3 nichts voneinander. Nee, ich meine, das ist schwer zu managen, dass die dann nichts voneinander wissen. Ja, der erste, den ich schon 14 Jahre habe, der kommt von ganz weit weg. Der kommt nur alle 2 Monate. Gut, das ist einfach zu managen. Das ist einfach zu managen. Bloß der zweite, der wohnt hier in der Nähe, ist aber ein Schichtler. Das kann ich auch noch managen. Bloß der dritte, der jetzt dazugekommen ist, das wird hier schwierig. Warum? Weil der ist arbeitslos und ständig Zeit. Was? Und ständig was? Und ständig Zeit. Und hat ständig Zeit? Ja. Aber dieser dritte ist auch in einer festen Beziehung und der will... Alle 3 sind in einer will nicht raus. Beziehung. 2 sind verheiratet und der dritte ist in einer festen Beziehung. Da hast du aber auch ein Händchen immer für die falschen Männer. Ja, genau. Wie hast du den letzten, den neuesten kennengelernt und wo? Den habe ich hier in meiner Nähe kennengelernt. Er hat mich angesprochen, wir haben zusammen einen Kaffee getrunken und ja. Wo hat er dich angesprochen? Auf der Straße? Nee. Nein, es war so ein Café, da habe ich gesessen. Ach so. Ich habe einen kleinen Hund und hat er mich angesprochen. Ich weiß nicht, ich bin blond, ich habe Naturlocken, keine Ahnung. Ja, ja. Ich weiß nicht, was die Männer reizt. Alle sind sie 3 in mich verliebt und jeder meint, er wäre der Einzige. Aber ich möchte das eigentlich. Aber so richtig verliebt ja eben auch nicht, sonst würden sie ja ihre anderen Beziehungen aufgeben für dich. Genau, genau, genau. Bist du unglücklich in dieser Situation? Ja und nein. Wahrscheinlich ja, weil du was Festes und Dauerhaftes suchst. Ja. Und nein, wahrscheinlich, weil das besser ist als nix, wenn du sowas laufen hast. Ja. Aber 3 Affären, ich weiß es nicht. Es überfordert mich, aber ich bin auch glücklich, wenn jemand da ist. Zum Beispiel diese Affäre, die 14 Jahre läuft. Ja. Ihr beiden kennt euch dann ja schon sehr gut, wenn man so lange miteinander... Domian, das ist mein Seelenverbinder. Fragt der dich denn nicht? Hey, läuft da noch irgendwas anders neben mir? Nein. Wahrscheinlich ist es ihm auch egal. Es ist ihm egal. Es geht ihn ja auch gar nichts an. Er hat ja auch seine Frau. Also kannst du deine Sachen auch haben. Ich kenne seine Frau. Ich kenne seine ganze Familie. Ach du je. Ich habe sie auch schon besucht. Na, das ist aber eine komische Situation für dich. Für mich, ja, natürlich. Wir müssen Theater spielen. Das ist eine ganz schwierige Situation. Kommst du dir nicht schäbig der Frau gegenüber vor? Nee, weil ich weiß, was da abläuft. Weil er das nicht kriegt von seiner Frau, was er von mir kriegt. Es ist die Vorgängerin, die eben gesprochen hat. Genau so geht's ihm. Ah ja. Und bei mir bekommt er das. Ja. Und das ist der Mann, der mich wirklich seelisch versteht. Das heißt, mit dem würdest du am liebsten zusammen sein? Ja. Und warum trennt er sich denn nicht von seiner Frau, wenn da nichts mehr läuft? Weil er Haus und Kind und das ist alles, und er ist so ein Mensch, er lässt seine Frau nicht im Stich. Und ich verstehe das auch.
Du machst ihm keine Vorwürfe? Nein, um Gottes Willen. Und der, mit dem du 3 Jahre zusammen bist, wie sieht's da aus? Der hat 21 Schichten, das kann ich immer noch managen. Der hat auch 2 Kinder. Ja. Und er liebt seinen Sohn abgöttisch und er liebt aber auch mich. Und bei ihm läuft auch nichts sexuell zu Hause. Mhm. Die Erfüllung erfahren sie bei mir. Du hast also diese Männer noch nie unter Druck gesetzt? Nein. Ja. Jetzt kann das natürlich, du bist jetzt 50, das ist ja noch kein Alter, das kann jetzt noch lange so weiterlaufen. Soll das so weiterlaufen? Nein. Das glaube ich. Das würde mich auch irgendwie irre machen auf Dauer. Ja, macht es mich auch. Es würde mich irre machen, es würde mich stressen, wie ich das managen soll. Ja. Und ich hätte dann auch noch immer die große Sehnsucht, ich will ja eigentlich was Richtiges haben und nicht nur so Affärenzeug. Ja, genau. Also musst du mehr auf die Rolle gehen, Daniela. Meinst du? Ja, die werden dir nicht ins Haus schneien, die Männer. Ja, aber die Männer in meinem Alter, die haben alle, sag ich mal, entweder sind sie verheiratet oder sie haben Lasten. Ja, ja, das ist in der Tat sehr schwierig. Und mit auf der Rolle gehen ist auch sehr schwierig in dem Alter. Das heißt, du musst andere Medien, bist du internetaffin? Gehst du ins Internet? Ich bin im Internet, ich bin auch im Forum. Ja gut, dann da bestünden natürlich auch schon Möglichkeiten. Aber die erste Frage ist ja, willst du Tabula Rasa machen? Willst du klar Tisch machen mit den Männern? Nein. Nein, das heißt, du willst es schon eine Weile weiter... Ich will nicht verletzen. Ich bin ein Mensch, der niemanden verletzen möchte. Die haben sich nun mal in mich verliebt und ich mag sie jeden auf seine Weise, wie sie da sind. Gut, aber du müsstest sie spätestens dann verletzen, wenn du dich wirklich verliebt. Dann muss ich sie verletzen. Und der andere wirklich mit dir auch zusammen sein will. Ja. Das heißt, du wirst so lange mit denen weitermachen, bis du etwas anderes gefunden hast. So höre ich das raus. Ja. Ja, aber dann musst du auch was unternehmen. Hm? Dann musst du auch was unternehmen und suchen. Ich suche nicht mehr, ich lasse mich nur noch finden. Dann darfst du dich nicht mehr von den Falschen finden lassen. Ja. Und dann kannst du denn mit dem Dritten nicht Schluss machen, mit dem Arbeitslosen, damit die ganze Situation ein bisschen entstresst wird. Oder mit einem anderen, ich weiß nicht, welcher dir weniger am Herzen liegt. Sag mir nicht, dass ihr alle... Ja, am Herzen. Ja, gut. Daniela. Das ist ja das Schlimme. Dann telefonieren wir im Monat nochmal, dann ist ein Vierter da. Und dann sagst du, alle 4 liegen mir am Herzen. Was machen wir dann? Nein, um Gottes Willen. Keiner mehr dazu. Das schaffe ich nicht mehr. Eben, da muss man ja auch für sich jetzt irgendwie eine Linie finden. Was will ich? Ja, gut, die ersten beiden werden sich nicht trennen. Bei dem Dritten weiß ich es nicht. Ach, da besteht vielleicht die Möglichkeit bei dem Dritten. Ja. Wie klappt das so mit der Seelenverwandtschaft mit dem Dritten? Gar nicht. Ach, gar nicht? Gar nicht. Das ist ja der Erste, den ich 14 Jahre lang kenne. Das ist wirklich mein Seelenverwandter. Der versteht mich, da habe ich die Schulter zum Annehmen. So, dann würde ich an deiner Stelle, um das Ganze zu entkrampfen und zu entstressen, mich von dem Allerneuesten trennen. Aha. Du sagst, mit dem 14-Jährigen verbindet dich eine große Seelenverwandtschaft und mit dem anderen verstehst du dich auch gut. Ja. So, dann würde ich mich erstmal auf die beiden konzentrieren und mich anstrengen, dass ich einen dauerhaften Partner finde. Mhm. Bist du berufstätig noch? Nein, ich bin Rentnerin. Ja. Ich bin Rentnerin. Mann, Daniela. Ja. So, wie lange liegt das denn zurück, dass du eine längere Beziehung hattest? 3 Jahre. 3 Jahre? Ja. Das heißt, du hattest eine Beziehung, während du da mit den anderen rumgegangen bist? Ja. Na hör mal, jetzt bin ich aber von Socken. Wieso das? Ich konnte ihn nicht fallen lassen. Nein, das ging nicht. Moment, du warst mit einem Mann wirklich zusammen und der hat dich auch geliebt. Und dennoch hattest du diese 14-jährige, die jetzt dauerhafte 14-jährige Beziehung auch nebenher noch laufen. Ja. Das heißt, du hast deinen Mann, den du liebst und der dich geliebt hat, betrogen. Er hat mich nicht geliebt, er hat mich ausgenutzt. Das habe ich später erfahren. Wie, hattest du denn mal in deinem Leben eine wirklich glückliche Zeit nur mit einem Mann? Ja. Wie lange liegt das zurück? 15 Jahre. Wie? 15 Jahre. 15 Jahre. Also ich war 18 und da habe ich meinen ersten Mann kennengelernt und mit dem war ich wirklich sehr glücklich. Und lange zusammen dann auch? Ja. Ja, ich höre es. Mit dem hatte ich auch gerne Kinder gehabt. Das war der einzige Mann, mit dem ich Kinder haben wollte. Aber sonst nicht. Ich bin auch kinderlos. Mhm.
Tja, Daniela, ja. Ich sage reduzieren und suchen. Nein, ich möchte nicht mehr suchen. Die finden mich ja, das ist ja das Schlimme, die finden mich ja. Ja, aber vielleicht ist genau das der Fehler. Vielleicht solltest du aktiv sein, vielleicht hast du dann eine größere Chance, dass du auch das findest, was du willst. So sitzt du passiv da und lässt dich pflücken, wie eine Blume. Ja. Und so funktioniert es offensichtlich nicht so gut. Nee. Ich bin auch ein bisschen überfordert jetzt mit dem Dritten. Ja, deswegen lass es sein. Mensch, lass es sein. Wenn du so ein Gefühl schon hast, lass es sein. Ja. Ich wünsche dir wirklich von Herzen viel Glück, dass du einen guten Typ bald findest. Ich hoffe es. Aber so einen richtigen tollen Kerl, mit dem du der die Welt nochmal neu... Der ein Bein in dem steht, der die Schulter für mich ist, wo ich mich anlehnen kann. Ja, genau. Den ich lieben kann. Richtig lieben kann. Von Herzen. Ich wünsche es... Den ersten auch liebe von Herzen. Bitte? Obwohl ich den ersten auch liebe von Herzen. Die 14 Jahre sind ja nun nicht wegzuwischen. Ja. Ich drücke dir die Daumen, wünsche viel Glück, Daniela. Ich danke dir. Alles Gute, tschüss. Tschüss. Ciao.